Medien-HW. Die Woche. ZDF plant Neustrukturierung seiner Digitalkanäle. So soll der ZDF-Theaterkanal künftig zum Kulturkanal erweitert werden. Darüber hinaus plant man in Mainz, den derzeitigen ZDF-Doku-Kanal zum Familiensender auszubauen. Ein Starttermin für den wohl ZDF-Neo genannten Sender steht hingegen noch nicht fest. Wie in dieser Woche bekannt wurde, plant die Deutsche Fußballliga Medieninformationen zufolge bereits seit längerem einen eigenen Fußballkanal. Spekuliert wird derzeit jedoch, ob die DFL mit der Ankündigung, einen Fußball-History-Channel zu starten, ein eigentlich anderes Ziel verfolgt. So wird branchenintern vermutet, der Rechteinhaber könnte ab 2013 die Bundesliga-Live-Spiele selbstständig veranstalten und entsprechende Senderechte Verbreitungsplattformen wie Kabelnetzbetreibern anbieten. Jeanette Biedermann steigt bei Anna und die Liebe aus. Eine Nachfolgerin sei bereits gefunden. Das ließen unterschiedliche Zeitungen Anfang der Woche verlauten. Eine Sat.1-Sprecherin hingegen dementierte diese Meldungen und versprach, Jeanette Biedermann werde den Fans noch längere Zeit erhalten bleiben. Serienkoproduzent ORF hingegen informierte am Folgetag die österreichischen Medien darüber, dass die 28-Jährige tatsächlich aus der Serie aussteigen werde. Klar ist nur, Josephine Schmidt, bekannt aus der RTL Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wird ab Herbst in die Sat.1-Serie einsteigen. Wie Sky-Vorstandschef Mark Williams am Donnerstag mitteilte, beabsichtigt der Pay-TV-Anbieter zum 25. September die Einstellung seiner Inhalte über das IPTV-Angebot Entertain the Telekom. Bereits Anfang Juli hatte der Premiere-Nachfolger versucht, den Vertrag zu beenden. Vorausgegangen war eine für Sky, wie es heißt, geschäftsschädigende Werbekampagne zu Liga Total, dem konkurrierenden Bundesliga-Angebot der Telekom. Seither ist die Nutzung der Sky-Inhalte über das Internetfernsehen nur noch für Bestandskunden möglich. Mehr Infos auf medienhb.de.